Ja, wir freuen uns natürlich immer noch über die nach wie vor große und positive Resonanz, die wir mit dem EDA-Gleitcocoon ausgelöst haben. Der ging ja um die halbe Welt, war auf vielen Roadshows vertreten und immer wieder wurden wir gefragt, ja mein Gott, wie sieht es eigentlich im Innenraum aus? Geht es da irgendwie weiter? Bisher konnten wir da keine Antwort geben, aber auch Bosch war interessiert an dem spektakulären Auftritt unseres Gleitcocoons und bat uns mal zu überlegen, inwieweit deren HMI-Themen präsentabel dargestellt werden können. Das Showcar ist so aufgebaut, dass es die Vision von Bosch für das Jahr 2021 widerspiegelt. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Szenarien und Use Cases, die wir hier implementiert haben, zum großen Teil, sage ich mal, im Jahr 2021 auch auf der Straße erleben können, in dann Serienfahrzeugen. Grundidee war der Transfer von eigentlich vier Kernbotschaften. Das Thema 1 ist das Connectivity. Ich bin jederzeit verbunden, zum Beispiel mit meinem Smart Home, meinen Kollegen, mit meinen Freunden, mit meinem Office. Zweitens, das Auto hilft mir durch den Tag, wo immer das geht. Invented for life ist das, was dahinter steht. Das dritte ist, mit großen Displays die Informationen dem Fahrer zur Verfügung zu stellen und auch dem Beifahrer zur Verfügung zu stellen, die er braucht für seine Fahrsituation oder aber auch für die Situation, wo er im Bereich der Verbindung zum Beispiel mit Smart Home oder Office sich anschauen möchte. Und zum dritten mit dieser berührungslosen Interaktivität ihn auch davon zu entlasten, hinzugucken, wo er bestimmte Interaktionen auslösen möchte. Als allererstes haben wir am Computer die komplette Szene modelliert, angefangen von den Straßen, über die Gebäude, über die Bäume, Bushaltestellen, viele Details, um der Szene einen realistischen Look zu geben. Danach sind wir ins Greenscreen-Studio gegangen, haben mit Schauspielern gedreht, um die Stories realistisch zu erzählen. In Summe ist also ein plausibles Statement entstanden, das sowohl für den Leichtbau der Zukunft spricht, als auch, dass wir aufzeigen, wie wir als Menschen aus dem Auto heraus in Zukunft mit der Umwelt vernetzt sein werden.